Auf gefühlt keinem Nintendo-System gab es nicht etliche Mega Man-Spiele und die meisten davon sind richtig gut. Auch auf unseren geliebten Handheld gibt es auch so einige Titel. Die späteren sind mittlerweile leider recht teuer, wenn ihr sie in eure Sammlung aufnehmen wollt. Also, wird der Preis diesem Teil gerecht? Was taugt Mega Man 4 für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Capcom programmiert und von Laguna 1995 bei uns veröffentlicht. Japan und die USA bekamen das Spiel ganze 2 Jahre früher und es wurde dort von Capcom selbst veröffentlicht. Die japanische Version heißt wie üblich Rockman World 4. Wie immer muss natürlich im Vergleich zum Vorgänger etwas Neues oder etablierten Mega Man Formel hinzugefügt werden. In diesem Teil sind es die sogenannten P-Chips. Während des Spiels findet ihr Gegenstände mit blinkenden Ps, die als P-Chips bezeichnet werden. Diese können zwischen den Leveln im Labor von Dr. Light gegen verschiedene Gegenstände eingetauscht werden. Die Idee ist innovativ und nützlich, obwohl sie aufgrund der begrenzten Verwendungsmöglichkeiten der P-Chips etwas eingeschränkt ist. Ansonsten hat sich vom reinen Gameplay her nicht viel verändert. Ihr könnt weiterhin schlittern und so weiter, wobei es einen noch recht gewöhnungsbedürftige Änderungen gibt. Wenn ihr eure Buster-Waffe mit der maximalen Kraft auflädt, gibt es einen Rückstoß. Das mag zwar physikalisch korrekt sein natürlich, kann euch aber bei engen Sprungpassagen auch schon einmal das Leben kosten. Ist aber natürlich im Endeffekt Gewöhnungssache. Von der Quantität her muss sich auch dieser Teil nicht verstecken. Am Anfang erwarten euch 4 der Robotermeister. Wenn ihr diese jedoch besiegt habt, warten noch 4 weitere auf euch und natürlich auch Dr. Wily als Oberfiesling. Wie gewohnt erlangt ihr nach Besiegen des Meisters dessen Waffe und könnt damit dann einen anderen Boss besser erledigen. In Bezug der Story hat sich das Spiel auch so einiges getan. Nicht, dass sie jetzt super innovativ wäre. Nein, sie wird einfach besser präsentiert. Immer wieder zwischen Neville und Dr. Light zu besuchen, um die Fähigkeiten zu verbessern, ist einfach toll und fühlt sich damit auch etwas runder an. Typisch gehört das Spiel natürlich nicht zu den leichten Spielen und die Levels variieren da teilweise auch recht stark. Manche Abschnitte sind gefühlt unfair schwer, aber mit genug Versuchen kann man auch diese schaffen. Zum Speichern eures Fortschrittes gibt es auch ein Passwortsystem. Leider ist das jedoch ultra umständlich. Wieso konnte man nicht das recht simpel gestalten wie beim Vorgänger? Es braucht doch keine Matrix mit 24 Feldern und 3 Symbolen. Die Grafik des Spiels ist bemerkenswert und zeigt die Fähigkeiten des Game Boy, auch auf den kleinen Bildschirm beeindruckende Grafiken darzustellen. In vielen Levels sind so kleine Goodies versteckt, wie zum Beispiel Regen oder fließendes Wasser. Eine besonders auffällige Änderung ist die Darstellung der Boss-Information. Anstatt der üblichen Anordnung von Boss-Porträts wurden die 4 Roboter-Meister in einem Kreis auf einem Rasterpanel präsentiert, das sich dreht, um den ausgewählten Boss hervorzuheben. Die untere Hälfte des Bildschirms zeigt eine Übersicht des Terrains des Bosses. Sehr schöne Gestaltung. Die Musik steht dem natürlich serientypisch in nichts nach und ist genauso beeindruckend. Was taugt also Mega Man 4 für den Game Boy heute noch? Ich persönlich bin ja kein Fan von super schweren Spielen, aber dieser Titel hat es mir angetan. Es fühlt sich im Vergleich zum Vorgänger einfach noch einmal runder an. Die Story-Präsentation ist stimmiger und ich bin bei jedem neuen Level gespannt, welche Grafikeffekte sie jetzt einsetzen. Für mich ein super Mega Man-Titel, der genau das liefert, was man erwartet.